Guten Tag, ihr seid auf dem Kanal Global Fashion Workshop Germany. Unser heutiges Thema ist der Überwurf. Es gibt unzählige Varianten an Überwürfen. Wir gehen heute eine davon durch. Schauen wir uns die Skizze an. Der Schnitt ist nicht eng anliegend, sondern ziemlich weit. Ich möchte, dass auf jeder Seite noch 20 cm extra weit ist. Das heißt, auf dieser Seite 40 und auf dieser Seite auch 40. Ihr macht es so viel, wie ihr wollt. Wir benötigen den größten Umfangmaß. Bei manchen ist das der Brustumfang, bei dem anderen der Hüftumfang. Ich nehme den Brustumfang, da er größer als der Hüftumfang ist. Und die Rückenlänge. Ich habe hier einen Stoff liegen. Mein Stoff ist 1,5 Meter breit. Oh, ich hatte mich noch gefragt, warum bei mir so lange Ärmel rauskommen. Ich werde sie wahrscheinlich kürzen müssen. Ich möchte die Ärmel nicht so lang haben. Also, der Stoff ist 1,50 Meter breit. Nach diesem Video werdet ihr problemlos einen Überwurf selber nähen können. Es gibt sehr viele Varianten. Ich habe hier zum Beispiel einen V-Ausschnitt gezeichnet. Man kann einen geschlossenen, runden Ausschnitt machen. Man kann einen Stehkragen machen und hier einen Reißverschluss einnähen. Man kann diesen Flügel nicht nur bis zur Hüfte, sondern komplett bis zum Saum machen. So bis zum Saum, das sieht auch sehr toll aus und so voluminös. Oversize ist ja gerade modern. Ich möchte auch im Trend sein. Also nähe ich mir so einen Überwurf. Ich mache ihn mit dem Ziel, dass ich ihn tatsächlich tragen werde. Wie werden die Schnittkanten verarbeitet? Ich denke, ich finde einen farblich passenden Strichband und werde die Schnittkanten einfassen. Das ist ein Freizeitkleidungsstück. Ich werde es beim Spazierengehen überwerfen. Deswegen werde ich hier keine außergewöhnlichen Techniken anwenden. Ich denke, dass ich die Schnittkanten mit einem Strickband einfassen werde. Das war's. Folgendes. Wir benötigen einen Umfang. Mein Brustumfang ist 114, die Hälfte ist 57. Die Rückenlänge ist 40. Wenn man es genau misst, ist 41, aber bei so einem Kleidungsstück ist es unwichtig. Während des Prozesses werdet ihr sehen, wozu wir die Rückenlänge brauchen. Dieses Tutorial besteht aus zwei Videos. Heute werden wir konstruieren und zuschneiden. Beim nächsten Mal heften wir alles zusammen und machen eine Anprobe. Außerdem sprechen wir über andere Varianten. Es gibt Modelle mit und ohne Kapuzen. Ich möchte hier zum Beispiel noch aus diesem Stoff einen langen Schal haben. An den Seiten werden die Fledermausärmel runterhängen. Der Überwurf wird schön weit sein. Und aus demselben Stoff wird ein großer Schal hier so runterhängen. Ob man ihn bindet oder einfach runterhängen lässt, beides sieht gut aus. Ob mit Kapuze, ob mit dem Stehkragen. Manch einer macht hier kleine Besen. Das ist auch möglich. Unten ist es etwas enger und nach oben hin wird es voluminöser. So, lass uns weniger quatschen und nun mit der Arbeit beginnen. Schaut nun hierher. Ich mache eine Markierung kurz vor der Schnittkante des Stoffes. Das ist der 7. Halswirbel. Aus diesem Punkt abwärts trage ich 40 cm ab. Ich benutze keine Geodreiecke und zeichne einfach zack und fertig. Das ist unsere Teillinie. Mein Überwurf soll 105 cm lang sein. Deshalb messe ich in der hinteren Mitte 103 cm ab. 105 cm ist auf dem Vorderteil. Da ich den Überwurf doch tragen will, möchte ich den Saum umschlagen. Die Kanten fasse ich mit dem Schrägband ein oder ich mache hier Blenden, wenn genügend Stoff übrig bleibt. Aber den Saum möchte ich mindestens 6 cm umschlagen. Ab dem 7. Halswirbel habe ich 103 cm plus 8 cm abgetragen, damit das wie ein Kleidungsstück aussieht und nicht wie ein runterhängendes Lappen.
Ich mag es so nicht, also 8 cm. Ich zeichne die Saumlinie. Wer seinen Augen nicht traut, kann einen rechtwinkligen Dreieck benutzen. Ich vertraue meinem Augenmaß. Des Weiteren, ich muss die Seitennaht festlegen. Ihr seht auf der Skizze diese Linie. Mein Brustumfang, also ein Viertel meines Brustumfanges, ist 28. Schaut her. 28 und weitere 20 cm. Ich möchte, dass der Überwurf groß ist. Ich kann auch 18 cm machen. Auf diese Weise habe ich die Position der Seitennaht ermittelt. Die Überwürfe, die so groß wie eine Decke sind, sind im Moment im Trend. Ich zeichne parallel zum Stoffumbruch eine Linie bis kurz über die Taille. Gut. Nun schauen wir uns den Halsausschnitt an. Die Halsausschnittbreite ist 8 cm. Das Kleidungsstück ist eher für die kalte Jahreszeit. 8 cm und die Höhe 3,5. 8 und 3,5. Ich zeichne den Halsausschnitt. Wenn ihr solche Sachen näht, wünsche ich mir, dass ihr keinen Stress dabei habt, dass ihr dabei nicht so viel Zeit verliert. Eigentlich besteht der Überwurf aus 3 Teilen. Das Rückenteil besteht aus einem Schnittteil und das Vorderteil aus 2. Das ist der höchste Schulterpunkt. Aus diesem Punkt trage ich die Schulterlinie mit dem Winkel, ich sage gleich wie viel, damit ihr es besser versteht. Schaut, ich mache einen Schulterwinkel von 8 cm. Man kann auch 10 cm. Man kann auch einfach flach und ohne Winkel machen. Man kann zum Beispiel anstatt der Schulternaht einen Stoffumbruch machen und hier in der vorderen Mitte einen Schnitt machen. Die Schulternaht verleiht dem Kleidungsstück Stabilität. Ich bin für eine Schulternaht. Ich habe einen Schulterwinkel von 8 cm. Durch den höchsten Schulterpunkt zeichne ich eine Gerade, trage 8 cm abwärts ab und zeichne dann die Schulternaht. Schau die Saumumbruchlinie an. 8 cm ist der Saumzuschlag. Das ist der Saumumbruchlinie. Von der Saumumbruchlinie ca. 35 cm aufwärts ist der Punkt, wo die Fledermausärmel beginnen. 35 cm von der Saumumbruchlinie aufwärts. Nun zeichne ich ab diesem Punkt meine Ärmel so, wie ich will. So, zack. Das war's, mein Schnittmuster ist fertig. Für die Zeichnung braucht man nur 3 Minuten. 5 Minuten fürs Zuschneiden, danach können wir uns dem Vorderteil widmen. Ich wiederhole. Wir schauen auf die Skizze. Ein Viertel meines größten Umfangs plus 18 cm. Ihr könnt 20 oder auch mehr oder weniger dazu geben. So wie es euch gefällt und zu was ihr bereit seid. Ich möchte, dass dieses Kleidungsstück so groß wie eine Decke ist. Deshalb habe ich diesen Wert genommen, dann habe ich eine Gerade gezeichnet. Hier ist die Umhanglänge plus Saumzugabe. Halsausschnittbreite 8 cm, 3 cm hoch, ein leichter Schulterwinkel. Dann habe ich den Punkt ermittelt, wo mein Ärmel beginnt. Ich habe geguckt, wo ich es am liebsten hätte. Ich möchte, dass es hier beginnt. Dann habe ich diese Stelle gemessen, es sind 35 cm. Dieser Abschnitt ist 35 cm. Den Ärmelflügel habe ich gezeichnet, wie es mir danach war. Das war's, ich bin bereit zu schneiden. Am Halsausschnitt mache ich keine Nahtzugaben. Die Nahtzugabe ist schon inklusive. An der Schulternaht werde ich eine Nahtzugabe machen.
Am Saum und an den Seiten sind keine weiteren Zugaben notwendig. Ich habe hier genügend Zugaben. Wenn ihr die Ärmel von der Saumlinie beginnt, könnt ihr die Seitennaht absteppen und die Volants an den Seiten runterhängen lassen. Das sieht auch gut aus. Seid hier nicht so sparsam mit dem Stoff. Es muss hier genügend Weitenzugabe an den Armen sein. Diese Linie hier, die 5 bis 6 cm über die Taille hinausgeht, werden wir absteppen. Seht ihr? Ab hier bis kurz über die Taillenlinie hinaus. Das ist meine bedingte Taille. Ich werde bis hierhin ca. 10 cm zunähen. Hier wird eine Naht sein. Hier ist sie. Das ist die Naht, die auf der Skizze ist. Das Rückenteil ist fertig. Wir beginnen mit dem Zuschnitt des Vorderteils. Ich habe 3 Meter Stofflänge. Die Konstruktion des Vorderteils beginne ich am anderen Ende des Stoffes, mit der breitesten Stelle zu Anfang, damit dieses Reststück hier ganz bleibt. Hätte ich meinen Zuschnitt anders ausgelegt, hätte ich nur kleine Reste, die für nicht zu gebrauchen sind. Wer weiß, vielleicht mache ich mir daraus einen Schal. Deshalb bin ich sparsam und beginne am anderen Ende. Schaut hierher. Das ist der höchste Schulterpunkt. Wir erhöhen ihn um 2 cm. Wir erhöhen aber nicht auf volle Länge, sonst rutscht euch die Schulternaht nach hinten. Wir erhöhen nur hier am Anfang und verbinden wieder mit der Schulterlinie. Der höchste Schulterpunkt hat sich um 2 cm erhöht. Ab diesem Punkt lege ich ungefähr 8 cm ab. Das ist mein vorderer Halsansatz. Ab diesem Punkt kann ich meinen Halsausschnitt machen. Ich möchte einen ca. 25 cm tiefen Ausschnitt machen. So. Nein, ich mache weniger tief. So sieht mein Ausschnitt aus. Das ist die vordere Mitte. Hier muss man durchschneiden. Schaut, was ich hier mache. Schaut, das ist die vordere Mitte. Ich habe hier schon 1 cm Nahtzugabe. Nun schneide ich einfach durch. Nach dem Durchschauen dieses Videos werdet ihr für den Zuschnitt höchstens 10 Minuten benötigen. Kauft den Stoff und ein Schrägband und näht euch für die kalten Tage einen Umhang. Ausgezeichnet. Weiter müssen wir uns keine Gedanken mehr machen. Einfach nur ausschneiden das Fass. Das Vorderteil unterscheidet sich von dem Rückenteil an dem höchsten Schulterpunkt und an dem Halsausschnitt. Ansonsten sind die Zuschnitte identisch. Man muss sich nicht weiter stressen. Einfach nur ausschneiden. Oh, diese Schere will nicht. Ich nehme die andere. Ah, hier ist die Webkante. Sie ist hart. Nein, diese Schere schneidet schlechter. Ich nehme doch wieder diese. Gestern wurden bei uns im Atelier die Scheren geschärft.
Die Frage, wessen Schere noch geschärft werden muss, habe ich erfolgreich ignoriert. Ich hatte mir gedacht, was geht mich das an? Und siehe, es geht mich wohl sehr an. Seht ihr, wie viel Rest ich hier noch habe? Das ist nur dem richtigen Auslegen der Zuschnitte zu danken. Hier ein großes Stück und hier so lange Streifen. Seht ihr? Ausgezeichnet. Man kann einen Stehkragen mit Schleifen machen. Oder eine Kapuze mit Schleifen. Oder Reißverschluss, welches in den Stehkragen übergeht. Wenn ihr ein Tutorial sehen wollt, dann schreibt es uns in den Kommentaren. Jede Variante, ob Kragen oder Kapuze, passt dazu wunderbar. Diese Stoffreste lege ich nun zur Seite. Nun schauen wir uns an, was wir hier haben. Seht ihr diese Stelle, wo die Seitennaht in den Ärmel übergeht? Hier müssen wir einen 1 cm langen Knips machen. Warum? Weil wir dieses Stück von innen absteppen und dieses von außen. Hier machen wir einen Knips. Oh, ich habe zu großen Knips gemacht. Ihr seid bitte vorsichtig. Nun ist alles fertig. Das Vorderteil, das Rückenteil, die vordere Mitte, in der hinteren Mitte ist der Stoffumbruch. Hätten wir das so auf einer Höhe ausgelegt, schaut. Und hier gefaltet. Dann hätten wir einen Umhang aus einem Detail. Ich habe mich entschieden, eine Schulternaht zu machen, um den Ärmel zu verstärken. Wir sind nun bereit, unseren Umhang zu heften und anzuprobieren. Habt keine Angst vor den neuen Trends. Wenn weite Mäntel gerade in Mode sind, heißt es nicht, dass es ein Muss ist. Ich bin auch nicht gleich bereit, solche wahnsinnig außergewöhnliche Bläser und Mäntel zu tragen. Aber ein trendiges Kleidungsstück würde unsere Garderobe sehr auffrischen. Seid abwechslungsreich von Tag zu Tag. Liked und teilt unsere Videos in allen sozialen Netzwerken. Abonniert unseren Kanal. Alles Gute! Mit euch waren Paukst, Irina Michailowna und unser ganzes Team.